Apollo 11 war am 16. Juli 1969 mit den Astronauten Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins von Cape Canaveral aus gestartet. Die Crew erreichte am 19. Juli die Mondumlaufbahn. Am Tag darauf koppelten Armstrong und Aldrin die Mondlandefähre Eagle vom Mutterschiff ab und bewegten sich im Sinkflug in Richtung Mond. Collins blieb in der Umlaufbahn. Armstrong und Aldrin erreichten schließlich um 20.17 Uhr Weltzeit den Landeplatz im Meer der Stille. Kritisch wurde die Schlussphase, weil beim Abkoppeln vom Mutterschiff eine Ungenauigkeit aufgetreten war, die eine geringe Bahnänderung zur Folge hatte. Der ursprüngliche Landepunkt wurde um 4,5 Kilometer nach hinten verschoben. Die Besatzung flog somit über unbekanntes Gebiet. Krater und große Felsen tauchten auf. Armstrong musste auf Handsteuerung umstellen. Währenddessen stresste der Navigationscomputer durch permanente Warnmeldungen und strapazierte die Aufmerksamkeit der beiden Astronauten zusätzlich. Versehentlich waren zwei verschiedene Radareinheiten eingeschaltet worden, die zu einer Überlastung des Computers führten. Die Analysten der Bodenstation erkannten das Problem und rieten Armstrong, die Warnmeldungen zu ignorieren. Die Abweichungen vom Flugplan erhöhten den Treibstoffverbrauch und brachten die Mission an den Rand des Abbruchs. Am Ende blieben noch 20 Sekunden Zeit, einen möglichen Landeplatz auszumachen. Mit einer Mischung aus Kaltblütigkeit, Geschicklichkeit und Glück gelang es Armstrong, den letzten Krater zu überfliegen und auf einer ebenen Stelle zu landen. Mit den berühmten Worten, das ist ein kleiner Schritt für die Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit, betrat Neil Armstrong als erster Mensch den Mond. Ihm folgten 20 Minuten später Buzz Aldrin. Die Apollo-Mondlandefähre ist zweiteilig aufgebaut. Sie besteht aus einer Abstiegsstufe, gut zu erkennen an den Füßen, und eine Aufstiegsstufe, die den Rückflug ermöglichte. Die Aufstiegsstufe verblieb nach dem Umstieg der Astronauten im Mondorbit und fiel auf den Mond zurück, wo sie einen Krater hinterließ.